mit der dritten Liga und das aus gutem Grund, ist nämlich unheimlich spannend dort im Kampf um die Aufstiegsplätze. Das macht der Tabellenausriss deutlich. Von Platz 1 bis 5 ist alles möglich, von Karlsruhe bis Heidenheim. Nur getrennt die Mannschaften durch maximal 4 Punkte. Und wie schnell solche 4 Punkte aufgebraucht sind, wer weiß das besser als die Mannschaft von Pele Wollitz, der VfL Osnabrück. Erstmals seit dem 10. Spieltag sind die nicht mehr in der Top 3. Und deswegen hat Pele Wollitz jetzt den Mob mobilisiert. Das ist keine Verzweiflungstat, das ist auch nichts Schlimmes, wie wir hier sehen. Es handelt sich um einen sogenannten Flashmob. Da hat man sich online mal eben so ganz frei verabredet mit allen Fans in der Osnabrücker Innenstadt und solchen, die es noch werden wollen. Ich will sagen, Pele Wollitz hat den Publikumsjoker gezogen. Und er sagt dazu ganz eindeutig, dass es wichtig, was uns weiterbringt, sind nämlich Zusammenhalt, Geschlossenheit und gegenseitiges Vertrauen. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Manchmal reicht es auch, wenn man sich einfach einen Gast einlädt, der es immer nur gut mit den Gastgebern meint. Patrick Hallatsch. So sieht's aus, denn der letzte Auswärtssieg der Rostocker liegt mittlerweile fast ein halbes Jahr zurück. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. 1:0 siegte der Hansa damals in Bielefeld. Etwas überraschend nur auf der Bank, Johann Plath, Rostocks bester Torschütze. Die Gäste ungewohnt in Gelb mit der ersten Aktion in dieser für beide Teams so wichtigen Partie. Rilke, heute rechts im Mittelfeld, auf Adamanyan. Der 19-Jährige ist aus dem Nachwuchsteam. Spielt heute für Plath in der Spitze. Das schlechteste Team der Rückrunde beginnt überraschend offensiv. Mondi auf Zimmermann. Und dann bekommt Weiland den Ball. Guter Versuch von Rostocks Eigengewächs. Offenbar hat die Fanaktion der Rostocker was gebracht. Knapp 50 Anhänger tauchten da beim Abschlusstraining auf, um den Spieler ins Gewissen zu reden. Gänsehaut hatte Marc Fascher, sagte er anschließend. Immer noch die Anfangsviertelstunde. Von Osnabrück noch überhaupt nichts zu sehen. Es spielt nur Hansa. Dann Zimmermann, Buhmann dazwischen und es gibt Strafstoß. Ganz, ganz knifflige Entscheidung, aber Schiedsrichter Dietz muss ja auch sofort entscheiden. Die Frage, war es innerhalb und war es ein Foul? Beides lässt sich mit Ja beantworten. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Und draußen, Wollitz zeigt's an. Rechts, rechts wird Mondi hinschießen. Rickert im Duell gegen Mondi. Und der bleibt cool. Führung Rostock und die ist verdient. Und Osnabrücks Trainer, der ist natürlich sauer, ist doch klar. Rechts hat er angezeigt, aber sein Keeper fliegt einfach in die andere Ecke. Manchmal sollte man eben auf seinen Chef hören. Offensiv findet Osnabrück erst nach einer halben Stunde statt. Nach diesem eigentlich Befreiungsschlag. Zoller plötzlich völlig frei. Zoller, da hätte er mal lieber den linken Fuß nehmen sollen. Das weiß er selbst am besten. Zoller nach Gelbsperre zurück im Team. Zur Pause 0:1, gerechtes Ergebnis. Wollitz doppelt gebeutelt. Rückstand und geschwächt durch einen grippalen Infekt. Zweite Hälfte, keine Wechsel. Der VfL jetzt mit wütenden Angriff. Piosek sucht und findet Neumann. Pech für die Osnabrücker, die jetzt mehr in diese Partie investieren. Danach ist dann aber Schluss für Sebastian Neumann. Wollitz bringt einen weiteren Stürmer. Und zwar Emil Jula, der Rumäne, kam in der Winterpause aus Famagusta und hatte unter Wollitz schon in Cottbus gespielt. Stunde vorbei. Die Gäste, die machen das ganz geschickt. Nerven die Osnabrücker immer wieder mit ihrem Pressing. So wie hier. Weiland, Beermann und Rickert. Was für ein Patz. Ja, ist er denn im falschen Film? Er hier, Timo Beermann. Es ist nämlich sein Eigentor. Weil Rickert, der Keeper, den Ball überhaupt nicht mehr berührt. Mehr Slapstick geht nicht. Zu 2, was sollst du da als Trainer draußen machen? Anfeuern natürlich, ist doch klar, eine halbe Stunde Zeit bleibt da noch. Und der VfL, der erhöht jetzt das Tempo, verzichtet fast komplett auf die Defensivarbeit. Mano ist das, hat mal Platz zum Flanken und dann Jula. Anschlusstreffer
Und ein wunderschöner dazu. Wollitz sagt über ihn, es sei eine Ehre, dass sich solch ein Klassestürmer für Osnabrück in die Niederungen der dritten Liga beginnt. Und jetzt ist der VfL plötzlich da, wach. Die junge, tollende Hunde, alle wollen sie den Ball. Piosek staffelt, Piosek, Trapp und wieder Strafstoß. Und auch diese Entscheidung ist korrekt. Keine natürliche Armbewegung, sagt die Schiri-Fibel. Und die hat ja bekanntlich immer recht. Elfmeter also. Staffelt. Der Ausgleich. Die Bremer Brücke. Jetzt ein Tollhaus. Alles drin in die Dramatik, Spannung, Tore. Und Osnabrück will natürlich mehr. Ist doch klar, ein Punkt, der reicht nicht im Aufstiegsrennen. Manu, wieder eine klasse Flanke. Bermann und wieder die Latte. Das wäre eine Geschichte gewesen. Erst das Eigentor und dann der Siegtreffer. So bleibt es beim 2:2. Fascher will zumindest diesen einen Punkt retten. Kaum noch Entlastung für sein Team. Dann mal dieser Freistoß durch Haas kurz vor dem Ende. Wir springen in die Nachspielzeit. Die letzte Chance für Osnabrück, noch was zu reißen. Lang und schmutzig. Den Ball einfach nach vorne. Da muss doch noch was gehen. Zoller. Jula. Zoller. Doppelpass mit Jula. Jula. Wahnsinn! Drei zu zwei in der allerletzten Sekunde des Spiels. Es wird gar nicht mehr angepfiffen. Emil Jula dreht eine verloren geglaubte Partie. Was für ein Showdown in Osnabrück. Und was für eine bittere Niederlage für Hansa Rostock. Dass wir nach dem 2:0 das Osnabrück anfängt zu drücken, ist auch klar. Aber dieses Spiel dürfen wir niemals verlieren. Wir brauchen dieses Spiel im Moment, weil es fällt uns nicht so einfach. Aber wenn du dann so rauskommst, ist das manchmal mehr wert. Und ich habe zu den Fans dann noch gesagt, am 18. Mai treffen wir uns hier wieder, weil das ist unser großes Ziel. Angeschlagen, fast am Boden und zurückgekämpft. Der VfL Osnabrück meldet sich laut zurück im Aufstiegskampf. Ja, am 18. Mai, da soll es dann wahrscheinlich den nächsten Flashmob im Stadion geben beim VfL Osnabrück. Denn dann soll der Winter endgültig vorbei sein. Und die Sonne soll scheinen über dem VfL und der Aufstieg perfekt sein in die zweite Fußball-Bundesliga. Wir machen weiter mit dem Tabellen 2.